Ja, vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. Mein Name ist Andreas Moos. Das reicht im Prinzip auch schon. Es soll heute darum gehen, wie kann ich farbverbindlich arbeiten? Dazu habe ich eine Produktpalette mitgebracht, die sich alle hier in diesem Koffer verbirgt. Und alles, was da in dem Koffer drin ist, werden wir so leicht anreißen, um zu gucken, was für Teile sind das. Die stehen auch hier auf dem Tisch verteilt. Was ist das und wofür kann ich das gebrauchen? Und was bringt mir das für einen Nutzen, damit meine Arbeit besser wird? In dem Fall sogar farbverbindlich wird, sodass ich das, was ich auf meinem Bildschirm sehe, hinten auf dem gedruckten Bild auch tatsächlich so ankommt. Darum soll es im Groben gehen. Wir haben nur 20 Minuten Zeit, deshalb müssen wir so ein bisschen gestreckten Galopp machen, dass wir da so durchkommen. Und fangen wir im Prinzip gleich an. Viele von euch denken vielleicht, naja, jetzt geht es einfach nur ums Monitor kalibrieren und wie mache ich meinen Monitor irgendwie farbverbindlich. Aber das stellen wir mal ein bisschen an den Schluss. Wir überlegen, was können wir, bevor mein Bild auf den Monitor kommt, tun, damit meine Bilder besser werden. Und ein Teil dessen, was hier in dem Koffer drinsteckt, dreht sich so um die Kalibrierung der Kamera. Also wir lassen den Monitor, den stellen wir mal ans Ende dieses Vortrages, wir kümmern uns erstmal um die Kamera. Nehmen wir also an, was ist unser täglicher Workflow? Ich habe das schönste Motiv meines Lebens und das möchte ich fotografieren. Dann kommt das Motiv an, kommt durch das Objektiv und landet auf dem Chip. Und bei dem Objektiv haben wir die erste Stellschraube, um die Qualität eines Bildes zu beeinflussen. Ist mein Bild scharf oder nicht? Jetzt haben Sie sich ein neues, schönes Objektiv gekauft, also auch ein richtiges Objektiv. Keine Scherbe, die ich mir aus einer Colaflasche selber bauen kann, sondern schon so ein richtig schönes Objektiv. Vielleicht so ein 1,485 und denken, boah, das ist das total super, das musst du mal ausprobieren. Jetzt habe ich zufällig den gleichen Kamerahersteller wie er und ich leihe mir mal sein Objektiv aus, schraube das bei mir drauf und boah, so ganz so scharf wie bei ihm sind die Bilder irgendwie nicht. Und obwohl wir beide eine Autofokuskamera haben, ist sein Bild schärfer als meins. Und da liegt der Hase im Pfeffer, dass nämlich meine Kamera anders scharf stellt als seine. Wie kann ich jetzt dafür sorgen, dass auch meine Kamera mit seinem schönen Objektiv knackig scharfe Bilder macht? Ich kann in meiner Kamera ein Feintuning vornehmen, sodass ich den Autofokus in die Richtung pushen kann, dass er genauso scharfe Bilder macht wie sein Autofokus. Und dazu brauchen wir das erste Zauberstück aus dem Kasten, das ist dieses Teil hier. Sieht irgendwie ein bisschen komisch aus, mit so einem Lineal dabei. Wofür brauche ich das? Wir beide haben dieses Bild gemacht. Das linke ist meins und das rechte ist seins. Mein Autofokusfeld in der Mitte hat auch scharf gestellt. Da sehen wir diesen kleinen roten Kasten. Die haben beide auf die gleiche Stelle scharf gestellt. Aber mein Bild ist nicht an der Stelle scharf, wo er gesagt hat, dass er dahin scharf gestellt hat. Was kann ich jetzt tun, damit mein Bild genauso scharf ist wie seins? Ich justiere den Autofokus meiner Kamera. Das, was wir da sehen, ist in 99,9% der Fälle nicht der Fall. Dass nämlich Autofokus und Objektiv genau miteinander sich verstehen. In den meisten Fällen wird es so sein, dass das in die eine oder andere Richtung ein bisschen verschoben wird. Das sind die sogenannten Toleranzen beim Autofokus. Noch schlimmer wird es, wenn die Toleranz von dem Objektiv in die eine und die Toleranz von der Kamera in die andere Richtung geht. Dann kriege ich ein unscharfes Bild, obwohl meine Kamera gesagt hat, ich habe da ja scharf gestellt. Was kann ich jetzt machen? Gut, ich nehme Geld in die Hand, schicke Kamera und Objektiv zum Hersteller und lasse den das machen. Oder ich nutze dieses Teil und justiere meinen Autofokus selber, denn die meisten eurer Kameras können tatsächlich eine Feinjustage von dem Autofokus in der Firmware der Kamera machen. Ihr fotografiert dazu dieses Target und vergleicht dieses Bild, was ihr da gemacht habt, auf eurem Monitor und seht vielleicht, dass es zu einer Abweichung kommt. Dass eben nicht die Null auf der Skala scharf ist, so wie das sein sollte, sondern ein Punkt dahinter oder davor. Und dann dreht ihr so lange hin und her in eurer Firmware, bis das nächste Bild, was ihr als Test wieder gemacht habt, genau auf dem Nullpunkt tatsächlich scharf gestellt hat. Achtet darauf, wenn ihr das macht, dass natürlich wir einen bestimmten Schärfentiefebereich haben. Das heißt, wenn das mein Fokuspunkt ist, habe ich ein Drittel zur Kamera hin und zwei Drittel von der Kamera weg, die scharf sind. Letztendlich ist das eine optische Täuschung.
dass wir uns vorgaukeln lassen, etwas sei scharf. Dabei muss man ein bisschen aufpassen, wenn man die Justage in der Firmware der Kamera vornimmt, mit dem Endprodukt, dass ich ein scharfes Bild bekomme. Das funktioniert nicht mit einem Bild. Man muss sicherlich zwei oder drei Bilder machen, um sich langsam aber sicher an den richtigen Schärfepunkt ranzutasten. Das ist dann der Optimalfall. Das Coole ist, eure Firmware merkt sich, was für ein Objektiv ihr vorne drauf habt. Wenn ihr das einmal mit eurem 50er gemacht habt und einmal mit dem 85er und einmal mit dem 70-200, ihr schraubt das wieder drauf und die Firmware merkt sich, wo habe ich denn das eingestellt. Und wenn ihr dann sagt, naja, unscharf hätte ich lieber doch, dann könnt ihr ja in der Firmware auch sagen, lasst die Kamera, die Autofokuskalibrierung einfach wieder weg. Das geht mit verdammt vielen Kameras. Die Liste ist heute schon wieder alt, weil ja hier wieder 1000 neue Kameras auf den Markt kommen. Aber ihr seht, dass da auch Kameras bei sind, die jetzt nicht 5000 Euro das Gehäuse kosten. Da ist zum Beispiel meine Nikon D7000 auch dabei. Vielleicht findet ihr euch in der Liste wieder. Ansonsten kann man sicherlich bei Datacolor auf der Seite auch sehen, ob meine Kamera jetzt dabei ist oder nicht. Die Liste wird ja immer aktualisiert. Also, erste Stellschraube, habe ich ein scharfes Bild, haben wir erledigt. Was ist das Nächste? Das Nächste ist dieser kleine Würfel. Ich hoffe, ihr fotografiert alle im RAW-Format. Nehmt also das, was der Chip jungfräulicherweise an Daten liefert, damit ihr dahinter schön viel mitmachen könnt und auch noch Reserven habt für die Bearbeitung. Wenn ich jetzt also ein RAW-Bild in meinem RAW-Converter öffne, kann ich da ja alles Mögliche einstellen. Ich kann sagen, ich hätte gerne den Weißpunkt verschoben oder ich hätte gerne den hellen Punkt heller gemacht oder den dunklen dunkler oder die Schatten aufhellen. Aber was ist da jetzt richtig? In welche Richtung muss ich denn diesen Schieberegler schieben? Keine Ahnung. Deshalb könnt ihr mit eurer Entwicklung in einen dieser Bereiche kommen, aber ob das richtig ist, wissen wir nicht wirklich, weil uns die Referenz fehlt. Ich brauche eine Referenz für Weiß, Grau und Schwarz, um eine vernünftige Graubalance und die Kontraste in meinem Bild vernünftig auspegeln zu können. Ihr fotografiert also euer erstes Bild mit diesem Würfel, dann steckt ihr das Ding in die Tasche und fotografiert in eurem Setting weiter. Das Ganze macht ihr immer dann nochmal, wenn sich die Lichtverhältnisse signifikant verändert haben. Was weiß ich, Tageslicht, bei dem Licht, bei Blitzlicht. Immer einmal das Ding vorweg mit fotografieren und dann geht's weiter. Der Rest passiert später in eurem RAW-Converter. Dass das Ding hier echt unkaputtbar ist, will ich nicht sagen. Wenn du mit dem Panzer drüber fährst, ist es ja auch platt wie eine Briefmarke. Aber die Beschichtung da drauf ist nicht so wirklich kratzempfindlich. Also das Ding hält schon gut. Wir können also neben dem Weißabgleich hier auf die schön neutral graue Fläche auch den Kontrast ausbalancieren. Also die Differenz zwischen ganz hell und ganz dunkel. Und dafür gibt es etwas, was wir sonst nur der Theorie halber erkennen, nämlich ein schwarzes Loch. Das ist da unten drin. Da kommt kein Licht hin. Die Stelle ist tatsächlich schwarz. Ansonsten haben wir in unseren Bildern fast seltenst einen tatsächlich schwarzen Bereich. Da ist immer noch ein bisschen Rauschen drin, ein bisschen was Dunkles ist da immer noch. Was weiß ich, 1, 2, 3 im RGB-Kanal. Hier, innen drin, das schwarze Loch, da ist es schwarz. Und die Stelle kann ich benutzen, um den Regler so weit hin und her zu schieben, dass schwarz wirklich schwarz ist. Und das Gleiche können wir mit der weißen Fläche machen. Und obendrauf sitzt die kleine Kugel. Die ist auch cool, da kann ich nämlich noch sehen, wie war denn meine Umgebung überhaupt, von wo kam denn das Licht? Denn da habe ich im Prinzip so eine 360-Grad-Ansicht, das ist eine 180-Grad-Ansicht von meiner Szene. Ich kann sehen, von wo kam das Hauptlicht, wo war irgendwie vielleicht eine dunkle Fläche, das kann man anhand der silbernen Kugel hier oben sehen. Den Weißabgleich auf keinen Fall auf die Kugel machen, sondern auf unsere weiße Fläche. Das war das zweite Schätzchen aus der Kiste. Wir haben also jetzt ein scharfes Bild und wir haben die Graubalance ausgetestet. Unser Grau ist Grau, unser Weiß ist Weiß, unser Schwarz ist Schwarz. Aber was mit den Farben? Da kommen wir zum dritten Teil, der in dem Koffer drin steckt. Das ist diese Farbkarte. Nein, das ist kein Schminkkasten, mit dem ich mich morgens hier irgendwie anmale, sondern das ist auch eine Referenzkarte. Hier hat man eine Referenz für Weiß, Grau und Schwarz. Und da haben wir eine Referenz für ganz viele Farben. Und ihr ahnt vielleicht, wo der Hase hinläuft. Wenn ich weiß, wo ich herkomme, weiß ich auch, wo ich hin muss. Wenn meine Kamera diese Farbfelder hier fotografiert hat, als Referenzbild, dann weiß die Software, die auch in dem Koffer steckt, wie muss ich denn bei dieser Lichtsituation die Farben anpassen, damit die tatsächlich stimmen. Okay, wer braucht sowas? Wer viel Produktfotografie macht, wer viel Porträts macht, wer Kindergartenfotografie macht, Schulfotografie, all so ein Gedöns,
People im Studio, wo ich kontrollierte Lichtverhältnisse habe und es auf Farben ankommt, der wird hiermit sehr viel Zeit und sehr viel Geld sparen. Denn diese Farbanpassung geht innerhalb von 2 Minuten auf eure, was weiß ich wie vielen Bilder, die ihr in dieser Lichtsituation geschossen habt. Extrem cool. Ich habe schon einem Fotografen, habe ich mal, bei dem ich eine Schulung gegeben, gesagt, pass auf, ich schenke dir das Ding und du überweist mir die Kohle, die du gespart hast, ein Jahr lang auf mein Konto. Das wollte er aber nicht. Also hat er das Ding doch gekauft. Okay, die Karte kann noch ein bisschen mehr. Ich kann diese Dinger hier austauschen und auf der Rückseite habe ich dann noch die normale Graukarte, auf die ich vielleicht auch mit meiner Kamera noch eine Custom White Balance in der Kamera machen kann. Die verbirgt sich also auf der Rückseite. Dann sehen wir hier unten noch, so ein Ding wird auch älter. Da haben wir hier unten 2 rote Felder. Und wenn die beiden roten Felder sich unterscheiden, sollte man das Ding austauschen. Also, ich kann das austauschen. Ich muss nicht die ganze Karte neu kaufen, sondern eine solche reicht dann zum Austauschen völlig aus. Okay, dann haben wir jetzt also unsere Kamera insofern kalibriert, dass wir neutrales Grau haben, ein scharfes Bild haben und eine Grundlage für die Konvertierung der Farben. Das Ding spielt noch eine große Rolle. Nehmen wir mal an, ihr beiden macht irgendwie eine Session hier auf der Fotokina, hier in der Halle. Du hast eine Nikon, du hast eine Canon und diese beiden Kameras interpretieren Farbe anders. Das heißt, seine Bilder sind vielleicht ein bisschen blaustichig, weil seine Kamera das halt so macht. Und seine sind vielleicht ein bisschen wärmer, weil seine Kamera das so macht. Jetzt sollen aber hinterher alle Bilder gleich aussehen. Er fotografiert einmal das Ding, bevor er alles Weitere macht. Und er macht das genauso. Und hinterher können wir dann dafür sorgen, wir sehen da in unserem Lightroom-Fenster bläulichere und gelblichere Bilder. Und nachdem wir seine und seine Bilder übereinander gebracht haben, sehen die alle gleich aus. Und das Ferrari-Rot ist bei ihm so rot, wie es sein soll und bei ihm auch. Ole, ole. Farben im Griff. Scharfes Bild, Graubalance, Farben. Alles super. Das ist das, was ich machen kann, bevor mein Bild auf den Bildschirm kommt. Da haben wir nochmal die Karte. Die rechte Seite davon ist ein Industriestandard. Und die linke Seite davon hat Datacolor noch dazugepackt, ein paar aus dem Hauttonbereich noch ein paar Felder dazugepackt, ein paar Pastelltöne noch dazugepackt, um in dem Bereich noch ein bisschen genauer hingucken zu können. Dass wir die austauschen können, habe ich gerade schon gesagt. Hauttöne habe ich gerade auch gesagt, austauschen können wir. Wir haben eine Graukarte auf der Rückseite. Und wenn ich jetzt im Studio mein Porträt gemacht habe, komme ich von dem linken Bild, was noch so ein bisschen komisch farbig aussieht, zum rechten Bild und die Hauttöne und alles Weitere stimmt. Und damit sind 98% meiner Farbanpassungen erledigt. Das synchronisieren wir auf die anderen 1000 Bilder und ich bin fertig. Ihr müsst nicht mehr jedes Bild einzeln machen. Es wird im Hintergrund von dem Plugin, was in dem Koffer drin ist, werden die Schieberegler, die wir in Lightroom ja zuhauf haben, so positioniert, dass die Farben stimmen. Da könnt ihr also im Nachhinein auch immer noch eingreifen. Wenn ihr sagt, ja, ich hätte jetzt aber das Blau vielleicht doch immer noch so ein bisschen in die Richtung geschoben, dann kann man das mit den Reglern machen. Ihr verlasst dann aber wieder die Farbverbindlichkeit. Gut. Alle Grundlage geschaffen, die ich kameraseitig machen kann. Jetzt kommt das Bild auf meinen Monitor. Und ich wette meinen linken Schnürsenkel drauf, dass das Bild auf seinem Bildschirm anders aussieht als auf seinem Bildschirm. Und den rechten verwette ich drauf, dass auf deinem Bildschirm das Bild zum dritten Mal anders aussieht. Welches ist jetzt richtig? Kalibriert hier schon jemand seinen Bildschirm? 1, 2, 3, 4, 5. Okay, das sind ja schon mal ein paar. Und ich hoffe, dass der Rest gleich verstanden hat, warum die das auch tun sollten. Es gibt unterschiedliche Bildschirme. Es gibt Laptops, so wie den hier. Dann gibt es schöne Bildschirme wie da vorne. Dann gibt es Beamer, dann gibt es White-Gamut-Monitore, dann gibt es Normal-Gamut-Monitore. Was mache ich jetzt damit? Alle zeigen Farben anders. Wie die beiden Kameras vorhin die Farbe des Ferraris anders interpretiert haben, geben 3 Bildschirme die Farben des Ferraris auch wieder anders wieder. Also müssen wir dafür sorgen, wie bei unserer Farbtafel mit der Kamera, dass das Rot tatsächlich so rot aussehen soll. Wir haben also wieder eine Referenz, die ein Messgerät messen kann, vergleicht das mit dem, was der Monitor zeigt und weiß dann, wie sie den Monitor anpassen muss, damit das Rot stimmt. Die Monitore unterscheiden sich natürlich auch noch im Alter. Er hat gerade seinen neuen Bildschirm gekauft und seiner ist 5 Jahre alt. Ein Monitor wird wie auch älter und deshalb lässt auch die Helligkeit eines solchen Bildschirms über die Zeit hinweg nach.
Wir können alle Bildschirme kalibrieren, egal ob das ein Laptop ist oder ein 150-Euro Bildschirm aus dem Saturn oder den 1000-Euro ISO-Monitor, kann man alle kalibrieren. Und wer das nicht tut, hat entweder Glück oder betreibt Rätselraten. Und dazwischen gibt es nichts. Das sage ich nicht, weil ich den Kram verkaufe, sondern weil das einfach so ist. Wenn man nicht kalibriert und den Monitor auf eine gewisse Normwert, sag mal, eicht, neutral grau macht, wie hier bei der Kamera, und die Farben richtig macht, wie hier bei der Karte, dann ist alles, was ich vorher gemacht habe, für die Katze. Das kann ich eigentlich sein lassen. Ich schiebe irgendwas rum und was hinterher rauskommt, ist mir eigentlich auch egal. Wer das so sieht, gut, der braucht das nicht. Aber um tatsächlich verbindlich zu arbeiten, muss ich sowas haben. Und das Ganze muss noch so sein, dass selbst ich das bedienen kann. Es muss schnell gehen und es muss einfach sein. Ich muss die Software installieren und die soll mir sagen, was ich tun soll. Die soll mir sagen, wann nimmst du den Messpömpel und steckst den auf deinen Bildschirm drauf. Und das Ganze soll auch nicht unbedingt 5 Tage dauern, sondern das soll möglichst schnell fertig sein. Und so ist es bei Datacolor. Ihr installiert die Software, die erste Installation dauert ungefähr 5 Minuten. Und das wiederholt man bitte alle 4 bis 6 Wochen, denn wir wissen ja, der Monitor wird älter. Wenn ihr das jetzt einmal macht, ist das nicht für die nächsten 10 Jahre in Ordnung, sondern bitte wiederholen. Und das Rekalibrieren dauert nur noch die Hälfte der Zeit. So, dann sagt mir der, schiebt das mal da drauf. Dann sehen wir jetzt hier, wie so ein paar Farbfelder ablaufen. Und da sind wir wieder bei dem Soll- und Ist-Wert. Das Rot soll so aussehen, es sieht so aus. Deshalb musst du das machen, damit es richtig aussieht. Gut, die Software erstellt ein Monitorprofil und speichert das für mich automatisch in den richtigen Systemordner rein. Und alles ist gut. Und ab sofort verwenden dann die Adobe-Produkte, Photoshop, Lightroom und wie sie alle heißen, dieses Profil für die Anzeige auf dem Bildschirm. Ole, ole, das war es im Prinzip, was man tun muss. Es gibt unterschiedliche Spider-Produkte. Im Koffer selber ist das Elite mit drin. Und das ist im Prinzip der König-Sensor, den Datacolor so im Portfolio hat. Damit kann ich so ziemlich alles tun, was sein muss. Ich kann mehrere Bildschirme kalibrieren. Ich kann dafür sorgen, dass mehrere Bildschirme, die ich auf meinem Schreibtisch stehen habe, auch alle gleich aussehen. Ich kann die Raumbeleuchtung, und Leute, das ist ganz wichtig, die Raumbeleuchtung kann ich berücksichtigen. Gucke ich auf meinen Bildschirm bei so einem Licht oder abends bei Kerzenschein, dann sehe ich die Farben auf dem Bildschirm anders und deshalb kann der Spider hier in dem Fall auch das Umgebungslicht mit berücksichtigen. Nicht unterschätzen, das Umgebungslicht. Und dann natürlich, da haben wir ganz am Anfang drüber gesprochen, möge bitteschön mein Bild auf dem Monitor genau so aussehen, wie das, was hinten auf dem Drucker rauskommt. Und ich hoffe, ich darf noch 2 Minuten, denn da kommen jetzt eigentlich, wenn wir jetzt im Tal der Glückseligen sind und auf unseren kalibrierten Bildschirm gucken, kommen dann seine Produkte wieder ins Spiel, Photoshop, Lightroom und so weiter. Denn da möchte ich simulieren, wie denn jetzt die Farbe auf einer bestimmten Papiersorte mit einem bestimmten Drucker aussieht. Und das kann ich auch tun. Das ist der sogenannte Soft Proof. Das tut nicht weh. Da gibt es eine Einstellung in Photoshop und Lightroom, wo ich simulieren kann, wie mein Ausdruck aussieht, wenn ich ihn mit einer bestimmten Papiersorte, hier könnt ihr sehen, da haben wir ganz knalliges Rot und Grün und im Soft Proof sieht das Ganze nur noch so aus. Jetzt hat der Moos gesagt, ich habe meinen Bildschirm kalibriert und das sieht genauso aus wie auf meinem Ausdruck, aber das ist ja gar nicht der Fall, denn beim Softproof sieht es wieder anders aus. Woran liegt denn das? Kameras interpretieren Farbe anders, Monitore interpretieren Farbe anders und das Papier, auf dem ich ausdrucke, auch. Wenn ihr jetzt hier über die Messe geht und unterschiedliche Papierhersteller seht, die haben alle andere Papiere. Und wenn ihr Glück habt, könnt ihr bei denen ein Profil runterladen und das beim Softproof verwenden und ihr seht, was ihr zu erwarten habt, von eurem Ausdruck, noch bevor ihr eventuell Tinte und Papier verschwendet habt. Und damit sind wir im Prinzip am Ende der Reise angekommen. Es gibt einen guten Support bei Datacolor. Wer jetzt nicht mich jeden Tag buchen möchte, kann auch gerne beim Support da anrufen und mal fragen, hör mal, ich habe hier ein Problem, da werden Sie geholfen. Und es gibt Webinare unter der Webadresse, ruhig mal gucken. Da gibt es immer mal Leute wie mich, die ein bisschen was zu dem Thema erzählen. Das kostet nichts, außer die Zeit, die man dafür braucht und davor sitzt. Und vielen Dank, 22 Minuten. Andreas Moos. Danke dir.